Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich bin heute hier mit Jenny. Wir sind gerade gemeinsam im Urlaub und wollten einige Videos für euch drehen, denn wir haben ja einige Themen, die sich überschneiden und über die wir beide sehr gerne reden. Und ein Thema davon ist Schule und Studium und Lernen generell. Und das andere ist Mental Health und mentale Gesundheit und unsere ganzen Gefühle und Gedanken dazu. Und das ist ja ganz gut überschneiden, dachten wir, wir reden heute mal über beide Themen zusammen. Und teilen mit euch unsere Erfahrungen, wie wir vielleicht in der Schule gelitten haben oder wie wir da rausgekommen sind dann wieder. Ihr könnt vielleicht mal anfangen. Hast du vielleicht so eine beste, eine schlechteste Zeit in der Schule gehabt oder war das immer konstant, deine Mental Health? Können wir vielleicht die Plätze tauschen? Ja, das. Okay, das geht auch. Ja. Ich habe mich gefragt, war das bei dir so, dass deine Mental Health immer gleich war in der ganzen Schulzeit oder hast du so bessere und schlechtere Phasen? Auf jeden Fall besser und schlechter. So ab der Mittelstufe oder Oberstufe war ich immer richtig gestresst. Und dann habe ich mich da immer weiter so reingesteigert, dass ich immer so das Gefühl hatte, ich müsste so bessere Noten haben, obwohl mir niemand Stress gemacht hat. Also das kam nur so von mir. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja okay, es geht so nicht weiter, weil es auch irgendwie so ein bisschen für mich unnötig war, weil ich ja jetzt auch nicht für mein Studium so einen bestimmten Schnitt gebraucht habe. Und dann habe ich halt einfach gedacht, okay, es geht ja auch mit weniger Arbeit trotzdem bessere Noten zu kriegen, indem ich jetzt einfach mich auf die Fächer konzentriere, die mir leichter fallen. Und ganz wichtig fand ich auch zu gucken, welche Fächer ich überhaupt einbringe. Ja, voll. Also ich finde auch, dass sich dann die ganzen Noten nochmal total verschieben in der Oberstufe durch, was man streichen muss oder kann und was man dann sowieso einbringt und dann die ganzen Abiturprüfungen nochmal. Bei mir war es aber ähnlich, weil ich brauchte den Schnitt eigentlich auch nicht für mein Studium. Aber trotzdem, finde ich, hat man diesen Leistungsdruck, dass man sich denkt, ja, ich könnte es ja gut erreichen, deswegen will ich es auch erreichen, oder? Ja. Also meine Eltern haben mir da auch nie Druck gemacht, dass sie da wollten, dass ich gute Noten habe, aber das kenne ich von mir selbst, dass ich trotzdem immer gute Noten haben wollte. Gerade im Abitur, da habe ich ausgerechnet, dass ich in jeder Prüfung 13 Punkte brauche, um auf 1,0 zu kommen. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich in jedem 13 brauche, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja in Spanisch 15, dann darf ich in Mathe nur 11 haben oder so. Also man kann das halt immer auch ein bisschen ausgleichen. Und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, zu lernen, dass, wie du sagst, nicht jede Note eigentlich so komplett zählt. Weil zum Beispiel, ich habe mir auch so Mühe in Sport gegeben. Ja, Sport war nicht so mein bestes Fach. Deswegen musste ich auch, also konnte ich alle 4 Semester Sport endlich dann streichen, habe sie gar nicht eingebaut. Also eigentlich war Sport komplett egal. Im Endeffekt. Mir auch so ein Sport. Ich hatte das auch, ja. Ich habe da auch so gekämpft für so eine 1-2 Punkte noch in der Q-Phase. Das war gerade zu Corona. Weil da war ich nicht so glücklich mit meiner Note. Und im Endeffekt war es dann aber auch egal. Also ich hatte dann einfach in anderen Fächern halt 1-2 Punkte mehr als gedacht. So zum Beispiel Deutsch und Englisch fiel mir jetzt viel leichter. Und hatte ich auch mehr Spaß daran. Und dann habe ich halt einfach da ein bisschen mehr gemacht. Und dann hatte ich da halt so im Einzelbereich meine Noten. Ey, ich krieg ja am Donnerstag, also in der Süd sind die schon draußen, meine Abiturergebnisse, meine Noten. Und ich bin jetzt schon so aufgeregt, weil ich habe irgendwie das Gefühl auch, dass ich mich nicht so krass über gute Noten freuen kann. Weil ich habe irgendwie schon so eine Erwartungshaltung, dass ich mir halt denke, so ja, ich will halt schon in jedem Fach die Note haben, die ich auch davor hatte. Und das sind halt bei mir in meinen Leistungsbereichen waren das halt 15 Punkte. Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht 15 habe, was ja mega krass ist, dass ich dann schon enttäuscht bin, auch wenn es jetzt zum Beispiel jetzt nur 13 wären oder so. War bei mir genauso. Also vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass ich schon mein Abi habe seit 2 Jahren. Ja, stimmt. Und das war genauso. Ich hatte ja auch in Deutsch war so mein bestes Fach eigentlich immer. Es fiel mir leichter. Und dann hatte ich auch so in der Q-Phase so 15, 14 mal 13 gehabt, irgendwie schriftlich. Und im Abi hatte ich dann 12. Und da war ich dann auch im ersten Moment so enttäuscht, obwohl ich mit 13 voll zufrieden gewesen wäre. Mhm. Einfach nur, weil das ein Fach war, wo ich schon viel Arbeit reingesteckt habe und weil ich wusste, okay, das fällt mir leichter. Und ich finde auch wichtig, mal zu erwähnen, also wenn ich jetzt in Chemie 12 gehabt hätte, wäre ich so glücklich gewesen. Ja. Also ich finde, es ist immer so, muss man immer so beachten, okay, was für ein Fach ist es, wie viel Zeit und Energie hat man da reingesteckt, dass man wegen solchen Noten, sag ich mal, enttäuscht ist, weil 12 ist ja super, also kann man ja auch nicht viel sagen. Ja, definitiv. Ja. Genau. Aber es ist egal gewesen jetzt im Endeffekt, also mit 2 Jahren nach meinem Abi dieser eine Punkt, ja, war es echt wichtig. Also. Ja, der eine Punkt, man muss es, glaube ich, echt relativieren auch, wie viel Zeit man reingeschickt hat und so weiter. Also ich habe halt wirklich Angst, dass ich mich über mein Abi nicht freuen kann, auch wenn es jetzt 1,2 wird, was ja sehr, sehr gut ist. Aber ich finde, man schon immer so die Erwartungshaltung hat, so das möchte ich erreichen oder das schaffe ich sonst. Glaube ich, ist es dann voll schwierig, weil ich glaube, andere würden sich über dein und mein Abi mega freuen, dann war es so okay.
Ich glaube, das muss man echt immer so betonen, dass es wirklich drauf ankommt, was für eine Erwartungen hat und wie viel Zeit man reingesteckt hat. Ich glaube auch gerade das Vergleich mit anderen Schülern ist dann voll die Sache, oder? Das finde ich krass, weil irgendwie, ich glaube, das war auch so einer der Hauptaspekte, warum ich mir immer so Druck gemacht habe, weil irgendwie hatten alle so diese Erwartung, dass ich schon ganz gute Noten schreibe. Ja, ich hasse das. Ja, ich auch. Ich hasse das. Ja, genau, weil alle immer, wenn ich so nervös war von der Klausur oder zum Beispiel Chemie, ich wusste, ich habe die Klausur verhauen. Das waren ja auch 4, 5 Punkte, irgendwie 5, glaube ich. Und dann hatten auch alle gemeint so, nee, sei fast so wieder so im zweistelligen Bereich. Mhm. Und so, ich so, nee, das wird nichts. War es ja auch nicht, was auch nicht schlimm war. Und irgendwie hat mich das aber gestresst, dass alle das so gesagt haben. Ja. Und da habe ich mich voll verglichen. Und ich fand, im Studium jetzt war das ganz anders, weil da freut man sich einfach, wenn man bestanden hat. Also, das war so die Hauptsache. Und irgendwie hat da niemand so wegen den Noten, das war jetzt irgendwie nicht so wichtig im ersten Semester. Voll gut. Ja, ich kenne das auch und ich finde es irgendwie auch motivierend, wenn Leute sagen so, ja, du bist eh gut, du schaffst das. Aber gleichzeitig gibt das einfach so eine... Also ein Druck auch, dass man das dann wirklich schaffen muss. Und ich finde es viel netter, wenn jemand sagt, hey, ist auch nicht schlimm, wenn du nicht so gut warst jetzt. Das finde ich eigentlich viel motivierender dann letztendlich auch. Weil wenn es dann halt wirklich nicht gut war und dann sagt jeder, ja, du hast eh 13 Punkte und hast halt nur irgendwie 8 oder so, dann denkt man sich so, ja gut, ich habe jetzt alle enttäuscht. Nicht irgendwie, sondern einfach alle habe ich dann enttäuscht. Ich finde, da ist man in der Schulzeit echt in so einer Blase irgendwie und ich finde, da spielen die Lehrer auch eine große Rolle, weil bei uns war das schon so, dass die Lehrer auch, finde ich, viel Druck aufgebaut haben für die Abi-Prüfungen, die im Endeffekt echt nicht so schwer waren bei uns, fand ich. Mhm. Und auch für die gesamte Q-Phase, wo sie auch meinen, ja, jetzt um jede Note zählt, das ist total wichtig und so, aber es war halt gar nicht so eng und ich hatte nur eine einzige Lehrerin in meiner Schulzeit gehabt, die auch zu uns meinte, so, ja, ihr habt es ja soweit geschafft. Und wir waren ein guter Kurs, ihr werdet locker das Abi schaffen und so. Ja. Und das war die einzige Lehrerin, die sowas Positives gesagt hat. Ja, ich finde auch, die Lehrer motivieren da einen teilweise wirklich gar nicht, machen da voll Angst. Ich weiß noch, damals in der Grundschule, da meinten auch alle Lehrer, ja, das Gymnasium wird so schwer, also ihr müsst da richtig dranbleiben, richtig viel lernen. Wo ich mir auch denke, die Lehrer könnten auch mal motivierend sein und sagen, ihr kriegt das hin, wenn ihr euch Mühe gebt oder so. Ich habe das auch immer gehasst, wenn Lehrer so gesagt haben, so, ja, ich gebe dir jetzt mal die schlechtere Note, um dich zu motivieren. Wirklich? Das ist so dumm, Alter. Das ist so dumm. Ja. Ja. Also, warum? Ja. Nee, es hat mich demotiviert, weil ich dann keine Lust hatte, so. Ja, auch wenn Lehrer einen dann so richtig krass vergleichen und dann zum Beispiel sagen, ja, aber die Person macht noch mehr mit oder so. Was hier erstmal stimmt, natürlich muss man den Kurs irgendwie dann abwägen. Aber ich finde, trotzdem müsste man eher auf den Erweiterungshorizont einfach gucken. Wenn man halt 95% erfüllt, hat man die 15 Punkte eigentlich verdient. Bei uns war das so ein POVI, also Politik und Wirtschaft, weil wir kein Politik-LK hatten. Und in meinem Kurs waren so die krassen Leute. Ich glaube, auch die Politik-LK gewählt hatten, aber es kam keiner zustande. Mhm. Und bei uns war das Niveau auch richtig hoch und das hat man gemerkt. Also es war schwieriger, so diese Noten zu kriegen im oberen Bereich, weil die Leute echt richtig gut waren. Ja, deswegen sind Noten halt auch so abhängig von ganz, ganz vielen Parametern. Bei mir war es auch so, ich glaube in Bio, da waren halt auch ganz viele, die hatten so Bio-Profil in der Mittelstufe. Natürlich waren die dann besser, haben das Niveau halt angehoben. Aber trotzdem, wenn jetzt die dann in dem Kurs nur in dem mittleren Bereich waren, eigentlich die 90-95% erfüllt hatten, finde ich, müssten trotzdem die gute Note eigentlich kriegen. Ich fand auch in Sport war das immer so. Beim Sport gab es ja auch die Leute, die so, keine Ahnung, irgendwie im Verein waren oder so, Fußball gespielt haben. Und dann komme ich, und ich habe nie im Verein Fußball gespielt, und ich kriege so voll Mühe. True. Und am Ende werden es nur so, sag ich mal, nur 10 Punkte, weil die natürlich den Maßstab setzen. Ja, ich glaube, es ist so wichtig, dass man daran halt denkt, dass es immer auf ganz viele Punkte ankommt, was man Note mal letztendlich bekommt. Weil jetzt, also man ist im Sport oder so, das kann man ja eigentlich auf alle Fächer beziehen, auch in Musik bei mir. Einige haben seit Jahren Klavierunterricht gehabt, konnten halt besser die Noten lesen oder so. Es gibt ja immer unfaire Vorteile. Ja, wirklich. Ja, wir hatten dann auch so in Musik immer so Vorspiel, also Klavier oder Xylophon oder so. Natürlich hatten da einige voll den Vorteil. Ja, stimmt echt. Also der Abischnitt hat noch so viele irgendwie Komponenten, auf die man achten muss, gerade auf die Fächerwahl oder so. Das ist ja ganz unterschiedlich. Und was ich auch wichtig finde, ist so ein bisschen abzuwägen, also wie viel man machen kann, weil jetzt im Endeffekt nach dem Abi finde ich das echt krass und heftig, wie viel man in der Oberstufe machen musste. Also man hat ja, steht richtig früh morgens auf, dann geht man zur Schule, hat bis nachmittags Unterricht, dann hat man Hausaufgaben und dann lernt man für die Klausuren gleichzeitig. Man hat ja, glaube ich, 2 in jedem Fach, oder? Bei dir auch? Ja.
Also bei mir war das so. Also fast so. Ja, ich glaube, ich hatte in jedem Fach zwei Klausuren gehabt. Pro Semester? Ja. Oh Gott, das ist viel. Echt viel und dann, finde ich, muss man so ein bisschen abwägen, was ist wichtig. Weil ich habe zum Beispiel auch immer Hausaufgaben gemacht und irgendwann habe ich dann gedacht, warum eigentlich? Also ich meine, klar, es bringt schon was und so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wusste, ich wähle Povi ab oder ich muss dieses Halbjahr nicht einbringen, dann muss ich da ja auch nichts machen. Dann kann ich das Fach einfach weglassen oder nur durchkommen irgendwie. Und dann spare ich mir da die Arbeit. Und wenn ich zum Beispiel weiß, okay, in Deutsch und Englisch habe ich eine Abi-Prüfung und ich habe die schriftlich, dann gebe ich da lieber Texte ab und gebe mir da auch Mühe bei den Hausaufgaben. Ich habe auch so eine Regel dann irgendwann für mich gehabt, dass ich Hausaufgaben gemacht habe, aber nur, wenn ich sie dann auch vorlese oder abgebe, um Feedback zu kriegen. Also, dass das ich, ist auch interessant. Ich dann halt quasi so eine Vorbereitung habe für die Klausur oder fürs Abi. Ja, ich glaube, dieses Prioritätensetzen ist sehr wichtig und auch eine Sache, die man halt lernen muss in der Oberstufe. Gerade bei so vielen Fächern und so vielen Klausuren, dass man da ganz genau guckt, für was lerne ich jetzt oder was erledige ich jetzt. Bei mir war es auch so, zum Beispiel, ich wusste, dass ich in Geschichte noch viel rausholen kann. Mehr als jetzt zum Beispiel in Politik, wo ich schon ganz gut stehe. Und dass man dann einfach darauf guckt, in den Fächern, wo es sich halt total lohnt, darauf den Fokus anzusetzen, wie du meinst, oder auf die Aufgabenstellungen oder so, wo man viel rausholen kann. Ja. Und bei mir war das auch so, ich habe auch zur Oberstufe echt alles abgewählt, was ging, weil ich wusste, dass mir das sonst zu viel ist. Ach krass, bei mir war es genau anders. Ich habe extra alles gewählt, was ich konnte, damit ich mehr streichen kann. Ja, ich hatte halt gedacht, okay, wenn ich jetzt eh zwei Klausuren habe, die ich in dem Fach schreiben muss, dann sind es, glaube ich, insgesamt 8 Klausuren. Und ich hatte halt zum Beispiel Rallye abgewählt, weil das bei uns ging. Also es gab halt kein Ethik und ich wollte in Ethik gehen und deswegen konnte ich es dann halt nicht belegen. Und hatte kein Rallye und dann, ich wusste halt, ich werde Rallye eh nicht im Abi machen. Und das wäre eher was zum Streichen. Also habe ich gedacht, okay, ich spare mir die Zeit für die 8 Klausuren und konzentriere mich auf die Klausuren, die ich habe. Aber warte, du hattest 8 Klausuren pro Halbjahr und 2 Nebenfach. Ich glaube 8 Klausuren in der gesamten Q-Zeit. Also 2 Klausuren in der ersten Q-Phase, 2 in der zweiten, 2 in der dritten. Du meinst 8 pro Fach? Ja genau, 8 Klausuren pro Fach hatte ich. Krass, nee, bei mir war das ganz anders. Also wir hatten noch so eine Corona-Regelung, deswegen mussten wir in dem ersten Halbjahr in nur 5 Fächern eine Klausur schreiben. Das war richtig cool. Aber der Punkt war, die Fächer wurden uns ausgesucht. Also wir durften nicht aussuchen, in welchen Fächern wir schreiben. Waren das also die Hauptfächer? Ja, also wir hatten unsere Leistungskurse, dann mussten wir Mathe, Deutsch, Englisch und halt irgendwie noch alle Naturwissenschaften, was dann halt Bio. Oder musste jeder Bio? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber das war ganz gut und wir hatten dann auch nur eine pro Halbjahr dann im ersten Halbjahr. Das war echt chillig eigentlich. Aber wenn man halt nur eine hat, dann wird hier halt mehr gewertet. Ich würde aber mal fragen, wegen der Vergleiche. Wir meinten ja gerade, die Lehrer vergleichen oft untereinander. Hattest du auch so Probleme mit dem Vergleichen mit anderen Mitschülern, dass du halt immer so geguckt hast? Mir ja, genau. Das schon auch so. Ja. Also gerade auch, ich war in so einer Gruppe, wo halt viele motiviert sind für die Schule und viele auch gute Noten hatten. Und ich glaube, da ist man noch mehr in so einer Bubble, wo man halt denkt, es ist der Standard, immer 13, 14, 15 zu bekommen. Und deswegen hat man sich, finde ich, oder habe ich mir immer noch mehr Druck gemacht eigentlich, als es vielleicht repräsentativ für alle Schüler war. Ja, bei mir war das genauso. Ich finde, da war ich wirklich in so einer Bubble in der Schulzeit, dass ich da irgendwie gedacht habe, dass es wichtig ist. Aber es war es gar nicht so im Endeffekt. Ja. Und jetzt im Nachhinein bewundere ich eigentlich total die Schüler, die immer alles sehr entspannt gesehen haben, so ganz gut durchgekommen sind, so vielleicht 2er-3er-Bereich und die halt eh nicht diesen Schnitt fürs Studium oder so gebraucht haben. Und irgendwie fand ich, war das einfach voll die schöne Einstellung, dass man das auch so entspannter sehen kann. Voll. Ich meine, wir beide machen jetzt ja auch Study-Content und teilen unsere Tipps und unsere Noten teilweise, machen auch ganz viele. Und ich glaube, da verschiebt sich auch so ein bisschen das Bild, dass man halt immer nur Einser-Schüler auf TikTok sieht, weil wenn man halt nur 3 und 4 hat, postet das halt keiner. Und deswegen denkt man auch oder dieses Narrativ so, alle sind so gut, alle haben irgendwie ein 1er-Abi oder ein 1,0-Abi. Und ich finde, das erhöht auch nochmal voll den Druck, dass man da abliefern muss, oder? Ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, jetzt gerade mit TikTok, den du angesprochen hast, Mental Health und Schule und Abi. Weil ich weiß noch, während meiner Abi-Zeit hatte ich auch so erst mit TikTok so angefangen auch so TikTok zu konsumieren quasi. Und da haben so viele Leute so TikToks zum Abi gemacht und die haben mir so Angst gemacht. Und zum Beispiel hatte ich halt Hessen Abi Englisch und dann habe ich auch von anderen Leuten gesehen, wie viele Lernzettel die fürs Abi hatten für Hessen Englisch. Und das waren so Dinger, ne? Also die hatten so viele Lernzettel gemacht und so viel annotiert
Und ich hatte, glaube ich, für Englisch-Abi vielleicht 10 Seiten maximal, wahrscheinlich noch weniger, die wichtig waren. Weil ich habe mir das wirklich geguckt, ich habe diese ganzen Aufgabenstellungen analysiert, wie das Abi aufgebaut ist. Und Englisch ist ja so die erste Aufgabe Mediation, dann kommt eine Zusammenfassung, das heißt, da braucht man gar nichts lernen, also vom Inhalt her. Und dann die zweite Aufgabe Analyse und die dritte war so eine weiterführende Aufgabe bei uns. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was fragen die ab, welche Aufgabenstellungen können zu diesen Themen kommen, und habe eigentlich hauptsächlich so Tabellen aufgestellt zu Vergleichen und Motiven. Und mehr als 10 Seiten waren das aber nicht. Ja, und bei mir war es genauso. Ja, und deswegen, und dann habe ich gedacht, so irgendwie hat mich das so gestresst, dass ich gesehen habe, diese Leute haben so viele Lernzettel und ich hatte 10. Aber ich hatte ja im Endeffekt 13 Punkte und war voll zufrieden, und inhaltlich haben alle gesagt im Nachhinein, man hätte kaum was lernen müssen für Englisch. Genau so war es bei mir auch. Also ich habe auch fast nichts inhaltlich gelernt. Ich habe meinen Lehrer vorher gefragt und habe ihn gefragt, was ich lernen muss inhaltlich. Und dann meinte er, mach dir keine Sorgen, das ist meistens Common Sense, Allgemeinwissen, was man da hinschreiben muss. Deswegen habe ich hätte vielleicht eine Seite Inhalt, also wirklich fast gar nichts. Und dann war ich auf TikTok, auch richtig durch, einfach eingegeben, Brandenburg Abi Englisch. Das sollte man nicht machen, das sollte man nicht machen. Und dann kamen da auch so viele Lehrzettel raus, alle haben sich so übelst lange Timelines von der Geschichte von England, Amerika. Oh ja, diese Timelines. Das brauchte man überhaupt nicht. Das brauchte man nicht. Es war auch nicht im Rahmenlehrplan oder so, deswegen komplett unnötig. Und dann dachte ich mir am Abend zuvor so, ey, habe ich jetzt komplett das Falsche gelernt oder nichts gelernt oder so. Aber das war dann okay, deswegen wirklich einfach auf euch hören. In euren Rahmenlehrplan gucken, eure Schwerpunkte gucken, auf euren Unterricht gucken, weil da wird auch nichts rankommen, was ihr nicht gemacht habt, oder nichts Großes, hoffentlich, also in den meisten Fällen auf jeden Fall. Ja, also wirklich, deswegen kann ich auch nur empfehlen, kein Social Media, kein TikTok während der Zeit zu machen. Oder was auch so Sache war, war dieses, ich lerne jeden Tag 10 Stunden fürs Abi. Ja. Also es gab auch so viele TikToks, wo die dann gezeigt haben, wie viel sie lernen, was ich sehr krass fand. Also ich habe da meinen größten Respekt vor, denke mir aber auch, Leute, warum postet ihr das? Ich habe das aber auch mal gepostet. Ja, okay. Ich hatte es auch geplant, das zu posten, eigentlich, weil das kommt halt gut an, das ist irgendwie interessant. Ich finde es auch teilweise motivierend, das zu sehen. Ich finde das motivierend zu machen, deswegen habe ich das, also ich habe das, glaube ich, in meiner, also in meinem ersten Semester hatte ich so eine Woche gehabt, da habe ich halt echt extrem viel gelernt, nochmal vor der Klausur. Und ich habe aber auch dazu gesagt, es war eine Woche, ich konnte mich so gut konzentrieren, es war so cool. Ja. Und da habe ich wirklich halt mal an einem Tag auch mal 8 Stunden gelernt, aber das, ich habe auch zugesagt, das ist nicht mein Standard. Ja, ich ertappe mich dabei auch, wenn ich zum Beispiel Forest mal so 5 Stunden habe, dann denke ich mir so, ey, ich muss das posten, das war jetzt so ein guter Tag. Ja. Aber gleichzeitig ist es halt nicht immer so, wenn man das einfach so ohne irgendwie Disclaimer postet, denkt man halt, dass es jeden Tag so ist. Und ich glaube, das kommt dann auch auf die Person drauf an, die das sieht. Weil ich glaube, es gibt die Personen, die sowas motivierend finden und die, die es nicht motivierend finden. Ich habe auch mit einer Freundin letztens so darüber geredet, weil ich mache ja auch diesen, weiß nicht, so Study-Content oder Organisation oder viel so diese Produktivitätsschiene, auch wenn ich bei weitem nicht jeden Tag was mache, das geht ja gar nicht. Und sie meinte, dass sie solche Videos total stressen und dass sie sich das gar nicht angucken kann. Und ich zum Beispiel finde solche Videos extrem motivierend, auch wenn Leute so zum Beispiel aufräumen und so einen produktiven Tag haben. Mich motiviert das extrem. Und ich glaube, da muss man so sich selbst fragen, ob das einem gut tut oder nicht. Und wenn man merkt, nee, dann einfach weglassen. Muss ich sein. Ja, also ich finde, es kommt drauf an. Wenn ich jetzt einen Tag vom Mathe-Abi sehe, ist jemand sagt, oh, ich habe 100 Stunden bis Mathe-Abi gelernt, ich habe nur 20 oder so, dann das stresst mich das mega. Aber ich finde so generell produktive Vlogs zu sehen schon cool. Aber ich glaube, diese Zahlen, doch das, was einen immer so ein bisschen unter Druck setzt und stresst, wenn man dann wirklich sagt, ich räume jeden Tag 5 Stunden auf oder so. Aber die Menschen sind ja sehr anfällig für Zahlen und finden das sehr spannend und interessant. Ja, ich finde, da sollte man dazu immer noch sagen, es ist nicht immer so, oder man braucht es nicht, weil ich finde wirklich, man braucht es nicht fürs Abi. Also ich bin der festen Überzeugung, man kriegt einen guten Schnitt, auch wenn man nicht jeden Tag für 5 Wochen 10 Stunden am Tag lernt. Ja. Ich finde auch, wenn man wirklich in den Q-Phasen schon mitmacht, alles versteht, zuhört, Dinge nacharbeitet und in den Klausur noch einigermaßen gut war, dann kriegt man das Abi hin. Weil ich finde, es wird auch komplett überbewertet,
wie krass das Abi eigentlich ist, weil es ist nur eine normale Klausur, die halt ein genau. bisschen länger geht und halt ja. mehrere Themen umfasst. Aber im Endeffekt ja. ist genau das, was sie auch immer gemacht hat. Boah, ich habe voll oft so TikToks gesehen, wo Leute gesagt haben, dass sie zu ihren Freunden sagen, sie würden nicht lernen, aber dann ganz viel lernen. Echt? Wo ich verstehe das nicht. Also irgendwie, dass man quasi besser dasteht, wenn man halt nicht gelernt hat. Und dann sagt man anderen, dass sie nicht lernen sollen, weil man auch nicht gelernt hat. Und dass man dann im Endeffekt besser halt performt als die anderen. Das finde ich richtig fies. Boah, das ist voll die... Ja, das habe ich... Jura Einstein. Ja, oder? Das habe ich so auf TikTok gesehen, dass jemand dann so gemacht hat, so, ja, ich sage, ich lerne, aber lerne ich so 10 Stunden und bin dann voll gut. Ja. Hattest du mal so einen Lehrer oder eine Lehrerin, wo du Angst hattest, zum Unterricht zu kommen? Ja, ich glaube, weil bei mir war das. Ja, weil ich hatte auch wirklich teilweise so Lehrer, wo ich mir dachte, ich will dieses Fach nicht haben. Ich habe Angst, in dieses Fach reinzugehen. Oder ja. am Abend zuvor liegt man da im Bett und denkt sich so, ey, morgen habe ich wieder dies und dieses Fach und ich will es einfach nicht. Ja. Ich hatte das in einem Fach in der Oberstufe und das war so, das war irgendwie immer so am Mittwoch und ich war so, nein, ich will nicht Mittwoch. Bei uns war das ja. genauso. Es gab auch immer diesen einen Lehrer. Mhm. Ja, ich glaube, der wird das Video nicht sehen. Ich hoffe, ja, ich hoffe, mein Lehrer sieht das Video auch nicht. Ja, der war echt schrecklich. Also der hat wirklich irgendwie Spaß daran gehabt, andere so bloßzustellen und so. Und der hat auch immer so Laune gehabt. Also manchmal hatte der ganz gute Laune. Hing auch, glaube ich, ein bisschen mit seinem Privatleben zusammen. Das hat man mitbekommen. Ja. Und dann hatte er Tage gehabt, das war richtig schlimm. Da hat er jeden fertig gemacht so. Und jetzt im Endeffekt, nach 2 Jahren, so wo man raus ist, denke ich mir auch so, es ist so egal gewesen irgendwie. Mhm. Ja, also wie er sich aufgeführt hat, war ja eigentlich nur unangenehm so für ihn, finde ich. Ja. Weil es ja nichts, worauf man so stolz sein kann, dass man sich so gegenüber anderen Menschen verhält. Ja. Aber klar, wenn man erst so in dieser Schulzeit ist, dann fühlt man sich so klein irgendwie, weil dann, weiß nicht, dann ist man ja auch so abhängig von dem Lehrer. Ja. Und ich hatte jetzt Glück, das war kein Prüfungsfach, aber ich glaube, wenn es ein Prüfungsfach gewesen wäre, fände ich das nochmal schlimmer. Ja, man muss immer daran denken, Lehrer sind auch nur Menschen, ja. sind auch subjektiv und keine komplett objektive Instanz, die euch total fair bewertet, weil die gucken mhm. halt auf die gesamte Klasse und ihr Privatleben ist davon abhängig. Ein Lehrer meinte zu uns auch, dass wenn er Klausuren korrigiert, der ganz transparent hat er kommentiert und gesagt, so ja, es hängt von vielen Dingen ab, so hat er gerade gute Laune auch teilweise und so, oder... Ist es schon die 10. Klausur, die er korrigiert? Hat er da vorne mehr Gute gelesen oder vorne mehr Geschichte gelesen? Ich glaube, das ist wirklich sehr abhängig von verschiedenen Faktoren. Ja, echt so. Ja, ist so. Und auch jetzt in meiner mündlichen Prüfung, ich habe mich so gut gefühlt, weil mein Lehrer, der war halt direkt so zugewandt, dass er mich abgeholt hat von dem Vorbereitungsraum und so und war direkt schon so, ja, du schaffst das und so. Und dann fühlt man sich halt schon viel besser, als wenn dann so einer so richtig einen böse anguckt und ist so... Oder auch wenn man die Fragen hat in der mündlichen Prüfung ja. oder so, das ist... Da hatte ich auch Glück. Also meinen mündlichen waren die auch so lieb, weil die alle wussten, wie nervös wir waren. Und in Geschichte, das war meine erste mündliche Prüfung, habe ich auch am Anfang viel zu schnell geredet. Mhm. Und das war aber auch nicht schlimm, weil da meinten, ja, alles gut, fang einfach nochmal von vorne an, damit ja, will ich verstehen. Und trink doch mal einen Schluck und so. Ja, ich fand die mündliche auch so entspannt jetzt eigentlich, rückblickend. Ja. Weil ich dachte, dass die total... gruselig wird, weil man sitzt da so ja. vor 4 Lehrern, vor 3 Lehrern und muss halt so 10 Minuten einfach irgendwas reden, was die einen fragen. Das ist schon sehr viel. Nur 10 Minuten? Also wir hatten 10 Minuten Präsentation und 10 Minuten Fragerunde. Ich glaube, bei uns war es ein bisschen anders auch gut halt. Ich glaube, ja. bei uns war es ein bisschen länger und nur so 5 Minuten Fragen oder so. Okay. Oder nur Fragen, wenn es Fragen gab. Also gegen Ende, wenn man selbst nicht mehr so viel hatte, haben die, glaube ich, ein bisschen was gefragt oder... nichts mehr gesagt. Also Geschichte lief bei mir besser als Kunst und ich glaube, da haben die weniger gefragt. Im Endeffekt kann man ja einfach nur das Beste aus der Situation machen und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man da dann einfach sich Mühe gibt und nicht verzweifelt. Also auch wenn man vielleicht im ersten Moment gar nicht weiß, wo man anfängt, das würde ich auch vielleicht vorher üben, vor Prüfungen oder Klausuren. Weil ich war auch so eine Person in Mathe zum Beispiel, da war ich manchmal so, okay, ich habe die Klausur gesehen. Ich wusste gar nicht, was sie von mir wollten. Und dann war ich so schon ein bisschen verzweifelt und habe so früher zum Beispiel dann einfach aufgehört. Ich habe dann gar nicht alle Aufgaben bearbeitet gehabt oder echt gar nicht gewusst, was ich machen soll. Und meine Nachhilfe hat dann irgendwann mal gemeint, so im Endeffekt ist es wie so ein Kochrezept. Ja. Und in der Aufgabenstellung sind so die Zutaten gegeben. Es muss ja irgendein ja. Thema sein von dem, was ja. wir gemacht haben. Irgendeine Aufgabenstellung kommt dran von denen, die wir hatten. Und dann bin ich so ein bisschen nach Auswahlverfahren vorgegangen, auch im Abi bei einer Aufgabe.
Und dann habe ich da noch Punkte bekommen. Das mache ich auch immer so in Mathe. Also aufschreiben, was ist gegeben, was ist gesucht dann. Und wenn man nicht weiß, was gesucht ist, einfach die Schwerpunkte im Kopf irgendwie durchgehen. Ist jetzt vielleicht ein Integral, ist es ein Hochpunkt oder so, den man da ausrechnen muss und so. Oder vielleicht auch mal ausprobieren, wenn man dann die Zeit hat. Und dann hatte ich auch mal gehabt. Ja. Dann habe ich so ein bisschen geguckt und habe gedacht, okay, das macht keinen Sinn. Und dann muss es das anders sein irgendwie. Ja, also ich finde, rückblickend kann ich so zusammenfassend sagen, dass ich mir generell in meiner Schulzeit gerne weniger Druck gemacht hätte, weil voll viel so irrelevant war im Endeffekt. Ja. Also gerade die ganzen Jahre auch vor der Oberstufe, ich wollte immer so, ja, ich will jetzt keine 2 in Sport, ich will eine 1. Es ist so unnötig, es ist komplett egal eigentlich. Meine Mutter hat erst vor ein paar Tagen mit einer Freundin geredet, die auch ihre Tochter hat, die jetzt mein Abi macht. Mhm. Und dann hat meine Mutter ihr erzählt gehabt, wie stolz sie auf mich war, als ich mal zu ihr kam und gemeint habe, so, also weißt du, eigentlich, so, wenn ich jetzt ein bisschen weniger mache, dann habe ich ja auch immer noch ein gutes Abi. Und ob ich jetzt eine 1,3, 1,5, 1,8 habe, ist ja gar nicht so wichtig für mich. Ja. Und dann hat sie gemeint, wie stolz sie auf mich war, als ich das endlich eingesehen habe, dass es nicht so wichtig ist. Wie süß. Es ist aber so, es ist wirklich so, weil man hat nicht so viel Einfluss teilweise auch auf die Dinge. Deswegen muss man sich nicht so fertig machen. Deswegen einfach das Beste draus machen, das Beste geben. Voll. Ich glaube, das ist voll der schöne Abschluss für das Video. Ja, ja, also schöne Worte noch mal am Ende. Guck gerne noch bei Jenny vorbei. Wir laden da auch noch ein Video hoch. Zu welchem Thema? Kannst du ja gerne mal kurz erzählen. Wie man mit weniger lernt, trotzdem bessere Noten schreibt. Genau. Also auch ähnlich wie zu diesem Video. Ja, so ein paar Punkte haben wir schon so angesprochen. Ich wollte da was sagen und ich dachte so, nee. Ja, für dein Video. Ja. Video. Genau, danke, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen, vielleicht auch ein bisschen geholfen bei einigen Dingen. Schreibt auch gerne eure Meinungen und Erfahrungen in die Kommentare. Ja. Dann sehen wir uns bei Jennys Video oder bei meinem nächsten. Tschüss. Ciao.